Das geplante Rentenpaket der Großen Koalition wird heftig diskutiert. Insbesondere die abschlagsfreie Rente mit 63 steht in der Kritik. Annika Rasner vom DIW Berlin hat für den neuesten Wochenbericht untersucht, welche Auswirkungen Arbeitsmarkt- und rentenpolitische Rahmenbedingungen auf das Renteneintrittsverhalten haben. Wir haben untersucht, wie sich das Rentenübergangsverhalten, also quasi der Zeitpunkt zwischen dem Erwerbsleben und dem Übergang in den Ruhestand, für verschiedene Geburtsjahrgänge in Deutschland entwickelt hat. Wir können schon beobachten, dass die Rentenreform, aber auch die Arbeitsmarktreform einen starken Einfluss auf das Rentenübergangsverhalten haben. Wir haben festgestellt, dass es so 5 typische Pfade gibt in den Ruhestand. Die Personen, die tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze, also Alter 65, durcharbeiten. Personen, die vorzeitig in Rente gehen, so zwischen Alter 60 und 63. Dann gibt es die Personen, die längere Phasen der Arbeitslosigkeit haben, bevor sie in den Ruhestand gehen. Solche, die überhaupt nicht arbeiten in der späten Erwerbsphase und dann quasi aus einer Inaktivität in den Ruhestand gehen. Und dann natürlich die Personen, die sehr früh in Rente gehen, weil sie entweder Frühverrentungsmöglichkeiten in Anspruch genommen haben oder halt eine Erwerbsminderungsrente beziehen, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben. Unsere Befunde haben ja gezeigt, dass Frühverrentungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, wenn sie zur Verfügung stehen. Hier wird mit der Rente mit 63 eine Möglichkeit geschaffen, wieder vorzeitig in Rente zu gehen und zwar auch ohne die sogenannten versicherungsmathematischen Abschläge. Und man kann schon vermuten, dass Menschen, wenn sie die Anspruchsvoraussetzungen dafür erfüllen, tatsächlich den Weg in die vorzeitige Rente mit 63 wählen. Was die Rente mit 63 anbetrifft, können wir sagen, das ist eine Lösung für eine spezielle Personengruppe in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und aus meiner Sicht müsste in der Politik viel mehr darüber nachgedacht werden, wie dieser Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand flexibilisiert werden kann, sodass die unterschiedlichen Beweggründe für die Rentenübergangsentscheidung auch besser berücksichtigt werden können und dass damit halt eben keine sozialen Härten beispielsweise einhergehen.